alles, was länger als 2 Sekunden dauert, ist echt langsam. Zumindest nimmt es der Benutzer so wahr. Alles ab einer halben Sekunde nehmen wir als Verzögerung wahr. So, wie schnell ist eure Webseite? Wie ihr das messt, erfahrt ihr in diesem Video. Sehen wir uns mit den Entwicklertools jetzt mal an, wie wir feststellen können, wie schnell eine Seite lädt. Beziehungsweise auch, wie viele Daten natürlich übertragen werden, denn das ist ja sehr, wovon die Geschwindigkeit der Seite im Allgemeinen abhängt. Also, wir nehmen die Entwicklertools und gehen auf den Karteireiter Network und wir sehen dann ganz unten, es war ein Request, 300 Byte übertragen, 28 Resources, Bytes Resources. Das ist jetzt nichts, wir laden mal die Seite neu und jetzt sehen wir, was hier alles geladen wird. Also erst die HTML-Seite, dann alle Fonts, alle Stylesheets, alle Bilder, alle GIFs, Icons etc. etc. Und was wir auch sehen ist, dass wir jetzt, also die Seite finished ist nach 17 Sekunden, ja, fast 6 Sekunden hat die Seite zum Laden gebraucht. Und dann haben wir hier noch den Aufbau des Doms, also der Seite, und es geht fast um 10 MB, was diese Seite hat. Davon wurden 2 MB übertragen sozusagen, der Rest kommt vom Cache. Und weil es natürlich YouTube ist und Google ist, jetzt ist er auch etwas datenhungrig und wir sehen, dass er auch Daten überträgt, wenn wir zum Beispiel da über die Searchbox drüber fahren etc., dass hier etwas passiert, wenn wir hier reinklicken, überträgt er wieder weitere Daten, damit Google einfach aufzeichnen kann, was hier alles passiert. Ja, Google ist sehr neugierig. Gut, was wir sehen ist der HTTP-Status. Status 200 heißt im Endeffekt okay, ja, alles toll, wir haben das Dokument geladen. Wie funktioniert es? Gut, man klickt hier rauf, das ist natürlich die rohe HTML-Seite und das ist der Response sozusagen dieser rohen HTML-Seite. Da fehlen die ganzen Video-Infos, ja, da haben wir hier nur ein paar so ja, Platzhalter sozusagen, die werden dann später nachgeladen. Außerdem sehen wir, das ist nur die HTML-Seite, wir haben einen Status Code 200 erhalten und dann wurden hier die ganzen anderen Dokumente geladen. Das war das Dokument und dann die ganzen JavaScripts nachgeladen und wie groß ist hier das einzelne Element. Hier im rechten Bereich im Wasserfall sehen wir auch, okay, welche Elemente hat der wann geladen und wie lange hat das auch gedauert. Der Chrome hat hier sehr tolle Debug-Infos. Ja, hier sieht man, okay, wie lange hat der wirklich auch gewartet, ja, wie lange war die Verbindung offen etc. DNS Lookup, was hat wie lang wirklich gedauert. Wenn ihr das testen wollt, dann passt auf, hier oben gibt es den Bereich Disable Cache. Ich kann diesen natürlich auch enablen. Wenn ich den jetzt enable, dann und die Seite neu lade, ja, dann werde ich sehen, hier Disk Cache. Die ganze Zeit Disk Cache, also immer wieder. Beziehungsweise from Memory Cache, also vom Arbeitsspeicher, kennt ihr schon, hat ihr schon, beziehungsweise auch von der Festplatte, sehr viele Daten sind hier, die ihr aus dem Cache lädt. Das heißt, der erste Aufruf dauert im Allgemeinen sehr viel länger, denn Bilder und Stylesheets etc. cached der Browser sehr gerne und wir sehen hier, dass nur mehr 109 Kilobyte transferiert wurden, den Rest hat er sich aus dem Cache geholt. In Summe waren es trotzdem 450 Requests, die er da abgesetzt hätte. Ja, das ist natürlich recht toll, wenn er Sachen aus dem Cache holt. Wir können außerdem im Netzwerkbereich nicht nur sehen, okay, was war, ich kann mir XAR ansehen, also wieder entsprechende Requests, die er vom Server holt, was sind die JavaScript-Dateien, die er geladen hat, ja, zum Beispiel i18n Constraints, ja, das sind Sachen für Mehrsprachigkeit, ja, wo sind die CSS-Elemente und dann kann ich mir natürlich das hier auch alles ansehen, was denn hier gemacht wird. Ja, wenn mir die Response noch nicht gefällt, ich hätte ihn gern formatiert, hier unten Pretty Print, schwuppdiwupp, schon haben wir ein schönes CSS wieder da, das ziemlich gut vorhanden ist. Ja, wo sind die Bilder etc. Also hier im Netzwerkbereich kann man sich gut und gerne etwas austoben,
wenn es darum geht zu sehen, okay, welche Daten werden wirklich geladen, was dauert eigentlich lange, beziehungsweise ja, wie schnell ist die Seite, wie viele Daten werden wirklich übertragen. Denn das macht im Endeffekt die Geschwindigkeit der Seite aus. Vor allem dann, wenn das Internet nicht ganz so gut ist. Zuletzt noch, ich kann hier sagen, okay, in diesem Bereich Slow 3G, Fast 3G, Offline oder entsprechende Custom-Sachen, da kann ich dann den Browser sozusagen simulieren. Wie wäre es, wenn ich eine langsame 3G-Geschwindigkeit habe? Ja, einmal neu geladen, er lädt. Jetzt auch wieder recht schnell gewesen, weil er eben nur die 108 Kilobyte überträgt. Gut, jetzt Disable Cache, löschen, neu laden. Ja, und hier sehen wir im Wasserfalldiagramm schon, ja, dass viele Sachen sehr viel länger dauern. Ja, liegt an der Size hier. Ja, hier wird etwas übertragen mit 3 MB. Da sehen wir, wie lange das dauert, welche Sachen er parallel lädt und welche dann eben erst später kommen. Also auf die muss man jetzt mal warten, auf diese Daten. Ja, dann kommt er hier Pending. Oh, jetzt baut sich die Seite langsam mal auf. Also, die Entwicklertools helfen uns auch dabei, langsame Internetverbindungen zu simulieren und dadurch vielleicht den Seitenaufbau etwas zu verändern, um entsprechend schneller zu werden. Ja gut, das dauert jetzt echt noch etwas, das wollen wir uns glaube ich nicht mehr ansehen. Oh, jetzt fertig? Okay. Fertig, auch schön. Na dann, viel Spaß. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.